Einer von uns ist zur Arena gefahren, um Schalke spielen zu sehen und nicht wieder nach Hause gekommen. Das war das Fazit, was erstmal blieb am Samstagabend. Das hat uns alle sehr getroffen. Herzlich willkommen, Glück auf zum Legenden-Talk. Klaus, Abi, das war ein Schock, ne? Als die Arena auf einmal so still wurde. Man merkte, irgendwas stimmt nicht und hinterher ja, man gesehen, wie da um das Leben gekämpft wurde. Am Anfang hat man das gar nicht so richtig verstanden, weil man das auch, sag ich mal, hinten rechts runter gar nicht so richtig gesehen hat. Außer dann nachher, wie das durchs Mikrofon gesagt worden ist, ja klar ist das ein Schock, hier kommt einer hin, ich weiß nicht, ob er ein Familienvater war, ich weiß nicht, wie alt er war, aber natürlich ist das ein Schock, also geht hier einer hin, um Fußball zu gucken und ja, wird auf Deutsch gesagt rausgetragen, tot, das ist schon ein Hammer gewesen, muss ich sagen, und die Fans und die Zuschauer haben sich auch toll benommen, dass da auch Ruhe im Stadion war und. Also da muss ich auch den Hut vollziehen. Ja, unser Beileid und die Wünsche natürlich an die Familie, an die Angehörigen, dass sie die schwere Zeit jetzt gut überstehen. Und wie das Leben so ist, ne, und der Fußball auch, es geht immer weiter. Manchmal ist das grausam, manchmal ist es vielleicht auch ein Trost, dass man sich wieder in das Alltägliche stürzen kann. Reden wir über das, was vorher war. 0-3 gegen Leverkusen, die waren einfach zu gut, ne? Ja, das kann man so sagen, dass die einfach zu gut waren. Das hat sich ja schon in der ersten Halbzeit angedeutet, hat der Ralf Fährmann sehr gut gehalten. Aber das kann es, glaube ich, nicht über 90 Minuten machen, weil sie haben extrem schnelle Leute. Und wir haben uns oft schon unterhalten. Langsame Spieler sind... Kannst du alles ausrechnen. Ein schneller Spieler, was magst du gegen ihn? Bist du drauf und er geht steil, bist er weg, lässt du ihn frei, dann wird er angespielt und dann, das hat man ja gesehen. Und dann fallen die Tore automatisch und sie haben ja nicht nur jetzt uns geschlagen, sie haben den FC Bayern München geschlagen. Das heißt, was im europäischen Fußball und im deutschen Fußball Bayern München zu schlagen. Man hat ja gesehen, Dortmund hat in München gar keine Chance. Und deswegen glaube ich, sollten wir dieses Spiel schnell abhaken, um sich wieder auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Weil da geht es jetzt gegen Hoffenheim und Hertha Berlin. Die sind mit uns auf einer Stufe zu stellen. Sie sind punktgleich oder ein Punkt dahinter oder davor, ist egal, darum geht es nicht. Und deswegen ist das nächste Spiel in Hoffenheim, aber leider Gottes haben die auch 2-1 in Bremen gewonnen. Und ja, das ist wieder eine Aufgabe, die sehr, sehr schwer wird, aber wir haben nur schwere Aufgaben jetzt bis Saisonende. Ja, die Liga ist komplett durcheinander, das muss man einfach mal sagen. Man kann auch nicht mehr voraussagen, ob der eine oder andere gewinnt, wenn man sieht, Hoffenheim gewinnt in Bremen. Ich persönlich habe die ersten 10 Minuten hier so gar nicht so unsere Mannschaft so schlecht gesehen. Ich fand, die stand gut, die waren aggressiv gewesen und dann habe ich erst gedacht, oh, da kann was passieren, da können wir was holen. Aber dann hat man doch auch gesehen, wie der Klaus schon mal sagte und wir auch schon letzte Woche erzählt haben, dass die über außen sehr, sehr schnell sind und auf den Seiten haben wir die gar nicht im Griff gekriegt. Und das hat man dann aber auch bemerkt, dass da wirklich ganz gute Spieler sind und in den Reihen gute Spieler haben und dass dann natürlich dann Tore fallen, weil du musst ja auch ein bisschen öffnen. Wir mussten ja ein bisschen was tun, aber leider haben wir leider kein Tor gemacht. Ich hätte mal gern gesehen, wenn wir ein Tor gemacht hätten und uns dann zurückgezogen hätten, weil bis dahin, so die ersten 10, 20 Minuten, war es eigentlich noch gut. Fährmann hat super klasse gehalten, wie der Klaus schon sagte. Also Hut ab, also der Junge, der wird immer besser. Und vielleicht ist er auch derjenige, der uns auf Deutsch gesagt den Arsch rettet bis zum Ende der Saison. Aber ich kann mich an keine große Chance von uns erinnern am Anfang. Und dass die Qualität haben, das hat man ja gesehen. Aber die haben ihre Schwierigkeiten in der Vorrunde gehabt. Sie sind jetzt in der Rückrunde. Sie haben sich gefangen, sie haben einen neuen Trainer gekriegt. Das passt jetzt. Und ich glaube schon, dass die auch in
nächsten Spielen Spiele gewinnen werden. Da bin ich überzeugt von, weil sie die Klasse haben. Und wenn du die Klasse hast und du hast dich gefangen, du hast dich gefunden und mit dem Trainer alles passt, dann werden die schon einen Sprung nach oben machen in den nächsten Wochen. Da bin ich überzeugt von. Ja, die hatten ja schon die letzten 5 Siege vor der Länderspielunterbrechung gewonnen am Stück, ne? Unter anderem, wie du sagtest, gegen Bayern München. Und wenn man dann sieht, was die für eine spielerische Qualität von hinten raus haben, der Tapsoba, der Innenverteidiger, was der für Pässe gespielt hat, auch vor dem 1-0, ne? Unglaubliches Ding, sieht man von dem Innenverteidiger, also nur alle jungen Jahre. Der Zwölfer. Davon macht er 3 in einem Spiel. Die Nummer 12. Ja. Klasse Mann. Ja. Absolut. Also. Ja, wo ich aber auch sagen muss, Klaus, wir haben, glaube ich, einiges an Standardsituationen gehabt. Wir haben, glaube ich, 6 oder 7 Ecken gehabt. 7 insgesamt, nur 6 allein in der ersten Halbzeit. Da habe ich mich so drüber geärgert. Da habe ich mich so drüber geärgert, weil im Endeffekt alle sofort am Pfosten, am 5-Meter-Raum, sind die alle sind dahin gekommen. Und ich habe auch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, ich stand hier oben, habe mir das in Ruhe angeguckt und habe nur dann so für mich gedacht, Mensch, da muss doch einer auf der Bank unten sehen, dass doch mindestens mal einer nach vorne geht und probiert, den Ball zu verlängern. Also unsere Jungs standen alle verhältnismäßig weit in der Mitte oder noch ein Stück weiter weg, aber keiner war vorne. Und jeder Ball, jeder Eckball wurde abgefangen. Also das kann es auch nicht sein. Ja? Da muss ich auch mal irgendwo auf der Bank mal einer gucken, der für Standard zuständig ist, der sagt, hör mal, geh du mal nach vorne, probier mal irgendwas zu verlängern. Also das hat mich ein bisschen irritiert und auch geärgert. Muss ich ganz aus dem einfachen Grund, weil die Nummer 12 und da die Nummer 4 sehr gute Kopfballspieler sind und wenn die Bälle da vor das Tor kommen, ja, das ist es natürlich schwer. Aber ich habe es gesagt, da man das trainiert, da man am ersten Pfosten geht, vielleicht verlängert und einer läuft hinten rein. Das wäre dann Möglichkeit. Aber warten auf den Ball. Ja, da stehen die da, da sind sie kopfballstark, da machst du nichts. Ja, das muss sich auf jeden Fall bessern, hat Thomas Reis ja auch in der Analyse nach dem Spiel sofort angesprochen, dass die nicht so waren, wie sie die eigentlich vorhatten, die Standards. Und dass das besser werden muss, denn wenn du gegen so eine Truppe so spielst, und die erste Halbzeit war ja genauso gelaufen, wie wir das wollten, ne, mit viel Einsatz, mit viel Leidenschaft, einem riesigen Torwart, dann kannst du so ein Ding auch mal unentschieden nach Hause bringen, aber nicht, wenn du dann zwischendurch solche Pässe hast, die dich filettieren und du musst eben vorne auch mal einen reinmachen, damit die noch mehr unter Druck kommen. Ja, was für einen, ich wüsste keins, ja. Aber ein 0-0, ich habe in der Halbzeit gesagt, das würden wir gerne mitnehmen, weil der Spielverlauf war ja ein bisschen anders. Die hatten schon da schon Chancen, wo Ralf Fährmann gut gehalten hat. Und wir konnten das nicht 90 Minuten festhalten. Und so hast du eben dann leider Gottes 3-0 verloren. Aber ich habe es vorhin gesagt, abhaken, vorbei. Eine sehr gute Mannschaft. Jetzt geht's am Samstag oder Sonntag bei mir spielen. Da wollen wir dem Klaus gehorchen. Ne? Ja, also aber vielleicht. Ja, aber ich will trotzdem mal was trotzdem sagen. Also ich finde auch, dass Salazar auf der rechten Seite für mich zu schade ist. Der kann kein Rechtsaußen spielen. Also das muss man einfach so sehen. Dafür hat er nicht die Schnelligkeit, um außen vorbeizukommen und vernünftige Bälle reinzuhauen. Er ist in der Mitte. Ist er für mich viel, viel gefährlicher als über außen. Also ich weiß nicht, warum und weshalb man ihn da rechts spielen lässt. Da tut man ihm keinen Gefallen mit, meine ich auf jeden Fall. Und ich meine immer noch, dass er hinter den Spitzen spielen sollte oder hinter einer Spitze. Ja, aber nicht außen. Also das ist für mich das schlechtere System, finde ich, was wir mit dem Jungen spielen können. Das kann der nicht. Wobei er gegen Stuttgart zu Hause und in Bochum bei den Siegen jeweils ein Tor über Rechtsaußen vorbereitet hat. Aber ich sehe auch den Punkt, dass der natürlich im Zentrum, wo er auch seine Abschlussstärke hat, auch mal einer ist, der auch mal aus 18, 20 Metern was versucht, wo sonst keiner irgendwie draufhaut. Ja, weil es geht ja um Spitzenmannschaft, gegen die wir spielen. Ja, und die haben die Qualität auch in der Verteidigung. Bochum und Stuttgart, die kämpfen mit uns um einen Abstieg. Die haben nicht die schnellen Spieler, was Abi angesprochen hat. Und die, da kommst du mit Ball, bis die Leverkusen gemacht haben. Die sind so mit Ball weggelaufen, die Außenstürmer. Ja, die haben wir ja nicht. Und das, ich sage auch, dass
ein Salazar mehr in der Mitte, weil da kann er vielleicht durch Bewegung, durch ein Dribbling zum Abschluss kommen. Außen kann Hexen vorbeikommen und wenn er nicht vorbeikommt, kommen auch keine Bälle nach innen. Jo, Hoffenheim. Ja. Wen haben die so im Kader? Wir wissen, Bebu ist auch sehr schnell, ne? Dann haben sie Kramaric, der ist nicht langsam, aber jetzt nicht der Wahnsinnssprinter, und Baumgartner, sehr torgefährlich. Ne, dieses Dreieck da vorne ist schon jetzt wieder in Form. Das ist natürlich auch ein bisschen Pech. In der Hinrunde hatten wir die, als sie absolut auf dem Top waren. Da waren sie Vierter, noch unter Breitenreiter. Ne? Und danach ging es nur noch berg runter, nachdem sie gegen uns zweimal gewonnen haben, auch im Pokal. Und jetzt haben sie sich gerade wieder gefangen mit zwei Siegen in Folge. Einmal die Hertana zu Hause und dann jetzt da in Bremen. Der Duxch hat Chancen zur Führung, die er sonst nie auslässt. Ja. Ne? Dann nach dem 1-2, dann Pfostenschuss, dann der Elfer, den sie zurücknehmen in der 90. oder in der Nachspielzeit. Wo du dachtest, komm, 2-2, dann haben die Hoffenheimer nur einen Punkt statt drei. Ja, ist nicht, ja, aber wenn man darauf angewiesen ist. Ja. Aber du weißt ja selber, man hofft immer, aber man muss aber auch sagen, die haben trotzdem nicht schlecht gespielt. Die haben ihr erstes Spiel ja, glaube ich, gegen Hertha gewonnen zu Hause. Und da hat man schon gesehen, dass da wieder so ein Ruck in der Truppe reingeht. Ja? Und ich habe auch, also ich hätte nichts darum gegeben, dass die in Bremen gewinnen. Also einen Punkt hätte ich denen zugetraut. Aber dass die in Bremen gewinnen, hätte ich niemals gedacht. Muss ich sagen, also das ist wieder so eine Geschichte. Jetzt haben sie Selbstvertrauen. Jetzt kommen wir auch hin. Und wir müssen, also man kann es ja auf den Kopf stellen, da musst du jetzt richtig Gas geben, denn wenn du das Spiel verlierst, das ist schon eine Geschichte, wo wir uns immer unterhalten haben, die Mannschaften müssten wir eigentlich schlagen, die müssen wir schlagen. Und sonst Leverkusen oder was weiß ich, die wirst du nicht schlagen können. Aber die Mannschaften, die mit uns stehen, um den Rang des Drittletzten zu erreichen, das ist ja immer das, was ich gesagt habe, da musst du die schlagen. Also ich muss ehrlich sagen, wir sind ja nicht schlechter als Hertha Berlin, als Hoffenheim, wie Köln und Gladbach. Da habe ich gestern ein Spiel gesehen zum Weglaufen. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Ja, also waren überhaupt keine Chancen. Da, wie die Fußball gespielt haben, da brauchen wir uns nicht verstecken. Aber du musst weiterhin abhaken, Gas geben, versuchen, Spiele zu gewinnen. Es bleibt uns nichts anderes über. Ja, Reis hat ja auch gesagt, die Serie ist abgerissen, jetzt müssen wir eine neue Serie starten. Fand ich gut, den Spruch. Hat er auch vollkommen recht. Ja, abhaken so ein Spiel und sagen, so Jungs, jetzt müssen wir wieder eine Serie starten. Du darfst auf keinen Fall verlieren. Also wenn du verlierst, dann das ist das Schlimmste überhaupt. Aber ich glaube auch nicht, dass wir in Hoffenheim verlieren werden. Glaube ich nicht. Ja, Hoffenheim ist zweitletzter in der Heimtabelle, ne? Über den letzten wollen wir lieber nicht reden. Und wir haben auswärts erstaunlich die drittbeste Abwehr nach Wolfsburg und Bayern. Also nur zwei Mannschaften haben weniger Tore auswärts reingekriegt als wir, obwohl wir jetzt nicht, weiß ich, oft gewonnen haben, sondern nur ein einziges Mal. Das ist schon ganz gut. Und der Hoffenheimer hat eben zwar zuletzt zu Hause gegen Hertha 3-1 gewonnen, aber ansonsten so auch da immer mal wieder ordentlich kassiert. Wie seht ihr die Chancen da mit einer, ja, körperlich betonten Spielweise, denen die spielerischen Vorteile, den sie vielleicht haben, abzunehmen? Ja, Jens wird wieder dabei sein. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ja. Stabilisator der Abwehr. Über viele, viele Spiele war er überragend gespielt. Und ja, natürlich, du, wenn du nach Hoffenheim fährst, du musst auch angreifen, du musst auch Tor machen. Vielleicht da muss sich ein bisschen weiter nach vorne schicken, dass man sie attackiert, 90 Minuten nicht in Ruhe lässt und dann eben, wenn man einen Ball erobert hat, auch wieder schneller vorne spielen, dass sie unsortiert sind. Da müssen wir zum Abschluss kommen. Da musst du zum Abschluss kommen, weil wenn du kein Tor schießt, dann gewinnst du kein Spiel. Ja, auch ich sag mal so, der Frei hat jetzt 11 Spiele, glaube ich, gemacht. Nicht immer von Anfang an, aber ich glaube, 11 Spiele hat er jetzt gemacht. Kein Tor gemacht. Also der Junge, der kämpft, der rennt, der macht, aber der konzentriert sich aber auch nicht vorm Tor, finde ich. Es gab zwei, drei Situationen hier bei dem Spiel, wo er hinten dran hang. Das heißt also, er hätte weiter vor sein müssen, war aber hinten dran und dann kam er immer wieder zu spät. Ich weiß nicht, wie man ihm das erklären soll, dass er ist eigentlich der Erste, der vorne sein müsste. Ja, und er ist immer so fast mit den Mittelfeldspielern zusammen.
Das sieht manchmal gut aus, das sieht auch gut aus, wenn er kämpft und rennt, aber er muss Tore machen. Wie Klaus immer gesagt hat, wenn du keine Tore machst, dann wirst du kein Spiel gewinnen. Und wir können uns nicht immer auf ein oder auf zwei vielleicht verlassen, die vielleicht eventuell mal ein Tor machen. Also ich habe auch gesagt, entweder muss man ein Mittelfeldspieler wieder ein Tor machen oder ein Abwehrspieler, aber der muss aber als Stürmer doch auch mal ein Tor. Wenn 11 Spiele und kein Tor, das ist ein bisschen wenig. Egal, wo er gespielt hat, wie viele Tore hat er gemacht? Die Frage muss man sich stellen. Er ist kein Torjäger. Er ist ein Arbeiter, er arbeitet unheimlich viel für die Mannschaft. Aber um Tore zu machen, da musst du richtig Qualität haben. Ob du schnell bist, ob du kopfballstark bist, verschiedene Sachen. Und deswegen wird er auch nicht, ich habe es ja gesagt, er wird nicht viele Tore machen. Weil er dazu gar nicht in der Lage ist, weil er gar nicht der Spieler dafür ist. Und da, du hast ja schon mal gesagt, ob man nicht mit Frei und Terrore spielt. Man muss alles versuchen. Aber er vorne drin, er wird nicht viele Tore machen und die fehlen uns aber. Ob es ein anderer macht, ist wieder dahingestellt in der Bundesliga. Und deswegen, es wird schwer für uns. Und wenn man immer als Spieler liest, man schießt keine Tore, ja, wann schießt er mal ein Tor? Ja, da bist du auch, da denkst du auch nach, ja. Du überlegst. Und die Frage ist, was kann man machen? Wo hat er seine Qualität? Ich weiß es nicht. Das sehen die ja, aber ich glaube nicht, dass er der Torjäger ist, der uns mit seinen Toren da aus dieser Situation schießt. Das glaube ich nicht. Die Idee kann ja auch noch sein, wenn das dann funktioniert, dass er die anderen bedient. Er hat ja schon 3 Tore direkt vorbereitet, ne, mit Flanken von links, von rechts. Trotzdem wäre natürlich schön, wenn ihm auch mal so einer aufgelegt wird, dass er den reinmacht und dann der berühmte Knoten platzt. Der da warte mal ja drauf, ja wir waren ja drauf. Er hat ja in den anderen Ligen schon getroffen, jetzt nicht mit einer Wahnsinnsquote, nicht jedes zweite Spiel, aber hat er seine Buden gemacht. Nur ist die Bundesliga eben auch die beste Liga, in der er bis jetzt gespielt hat, muss man so sagen. Ne? Wir haben ja einen Trumpf noch in der Hinterhand, einen Faktor, über den wir noch nicht gesprochen haben. Sonntag in Ostersonntag in Sinsheim werden mindestens 10, eher 12 bis 13.000 Schalker sein. Und das heißt, das Stadion ist jetzt von der Stimmung her in unserer Hand. Ja, das ist richtig. Die werden uns unterstützen von der letzten bis zum letzten, ersten bis zur letzten Minute. Aber ein Tor schießen können ja auch nicht. Ja, aber sie geben die Laufbereitschaft. Auf jeden Fall geben sie dir ein bisschen das Sicherheit. Das Gefühl, nie aufzugeben, ja. Auch wenn du hier 0-1 gegen Leverkusen, die waren noch nicht zurück vom Jubeln. Da stand schon die ganze Arena wieder, ne? Weil die Kurve angestimmt hat, steht auf, wenn ihr Schalker seid, als Botschaft an die Mannschaft. Das hoffen wir. Wir hoffen, dass das so kommt und dass das auch passiert. Ja, aber die anderen haben jetzt Selbstvertrauen getankt. Durch das ist natürlich auch immer so eine Sache, weißt du, frei raus, Schauder rein. Das vielleicht in so eine Situation mal beide reinzuschieben, zu sagen, komm, wir probieren mal mit beiden. Ja, weil Frei ist ja nicht der Mittelstürmer, so wie Klaus früher war, der vorne gelauert hat und bumm auch die Dinger reingemacht hat. Ja, er ist so ein verkappter Mittelstürmer, der mal zurückgeht, der viel läuft, nach rechts und links. Ja, und dann vergisst er natürlich auch viele Sachen, sag ich mal, selber zum Abschluss zu kommen. Und er hatte ja eine Situation gehabt, wo er 1-1 war. Aber dann hat man auch gesehen, dass er nicht den Mut hatte, da vorbeizugehen und zu sagen, ich schieße jetzt. Ja, das war alles nur so ein kleines Mitlaufen. Naja, ich probiere jetzt mal, aber richtig zu sagen, boah, den gehe ich jetzt vorbei und dann knall ich den rein. Das vermisse ich an dem Junge. Und sonst, ja, ich kann ja nichts sagen, weil im Endeffekt der kämpft, der macht. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Torodde für mich da derjenige wäre, der vielleicht uns mehr Tore machen würde als Frei. Ja, die Frage muss man immer sich immer wieder stellen. Bisher war es nicht so. Ja. Weder in Stuttgart noch in Köln noch bei uns. Ja. Und deswegen müssen wir mal versuchen, dass den raus und dann anderen rein. Uns bleibt ja fast nichts anderes übrig, als mal auch mal das zu versuchen, ob die das mal in einem Freundschaftsspiel versucht haben. Das weiß ich nicht, da war ich nie dabei. Oder ein Vorbereitungsspiel, kann ich auch nicht sagen.
Ja, jetzt war ja vor der Länderspielunterbrechung gab es ja das Freundschaftsspiel gegen Venlo. Ja. Und da hat Terodde auch sofort ein Tor gemacht, sogar zwei, aber das andere war so ein minimal Abseits. Also da hat er zwei Situationen gehabt und hat die beide reingemacht. Ne? Also, ja. Insofern, ja. Und als er reinkam hier, hatte man auch das Gefühl, da ist richtig Feuer dahinter. Ja, das er ist auf jeden Fall Mittelstürmer. Ja. Er will nach vorne, er ist vorne, er will Tore machen. Ja? Er kann nicht mehr so viel laufen wie sonst. Ist klar, weil, aber er ist schon ein bisschen älter. Aber was er hat einen Riecher. Aber ja, aber er kann sich selbst keine Torchancen erarbeiten. Genau so ist es. Es muss vorbereitet werden. Und das sind die Spieler von außen. Pülter hat mit seiner Schnelligkeit der einzige Spieler, der bisher mithalten konnte. Ja, und dann muss auf der anderen Seite muss es genauso sein. Ja, und Skarke ist wieder fit, ne? Ist ja auch eingewechselt worden. Der Skarke wäre dann für die rechte Seite nochmal vom Tempo her eine Alternative. Kosuki ist ja, fällt ja noch länger aus. Ja, vielleicht sogar für den Rest der Saison. Und ja, das wäre dann vielleicht eine Variante. Ne? Wenn der Hoffenheimer Fehler macht, dann im Spielaufbau. Ne? Und da müsste man eigentlich wieder gleich vorne drauf und die beschäftigen. Dann, was wir auch schon öfter mal gesagt haben, Spiel lesen können, wo gehe ich drauf? Entschlossen, nicht einer, mehrere. Um eben den Ball dann zu erobern. Und da muss es schnell nach vorne gehen. Ein Quer- oder Rückpass ist schon wieder vorbei. Ja, je näher am gegnerischen Tor, ne, alte Weisheit, du den Ball gewinnst, desto schneller kannst du abschießen. Ja, genau, so ist es. In diesem Sinne... Vielen Dank. Ja. Wir freuen uns auf ein Spiel mit Heimspielatmosphäre im Kraichgau, 350 Kilometer weit weg. Wird alles blau-weiß sein, auch weil die Fans ja auch blau-weiß sind, aber die werden in der Minderheit sein, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Vielen Dank euch. Wichtig ist dann, dass die alle wieder nach Hause kommen. Ne? Jawohl. Tschüss und ich würde sagen, dann Osterdienstag. Ne? Den Ostermontag keine Sendung, aber Dienstag dann. Jawohl, so alles ist klar. Es. Tschüss und Glück auf. Ciao. Ja, tschüss.